Ist uns noch zu helfen oder ist alles gleich zu Ende? Wie geht es denn überhaupt weiter? Es geht in diesem Video um die Dualität, wie sie unser Leben beeinflusst und wie sie uns vielleicht auch helfen kann. Also gib bitte deine Hoffnung nicht auf und schau dir dieses Video an. Es wird dir sicher gut tun. Mein Name ist Monika Nerianer Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind über unsere PartnerInnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Wir sind eins der größten Online-Portale für Bewusstseinserweiterung im Webinarbereich. Und wenn du gerne immer die neuesten Nachrichten und die wichtigsten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, dann abonniere am besten gleich meinen Kanal und ich danke dir jetzt schon sehr dafür. Ja, und heute geht es um das Thema, ist uns noch zu helfen und wie die Dualität unser Leben tatsächlich positiv beeinflussen kann. Man sollte es nicht glauben. Ja, also wir leben ja in einer sehr großen Polarität hier auf der Erde, das heißt Gut und Böse. Dieser Kampf zwischen Licht und Dunkel ist im Moment sehr stark spürbar und gibt manchen Menschen ja keine Hoffnung mehr und bringt uns so ein bisschen ja aus der Mitte heraus oder möchte uns gerne aus der Mitte herausbringen. Viele fragen sich, auf welche Seite sie sich jetzt stellen sollen, welche Entscheidung sie am besten treffen, ob das dann auch die richtige Entscheidung ist. Jede Entscheidung ist eine Herzensentscheidung und man sollte da wirklich genau nach dem gehen, was man fühlt. Für eine Herzensentscheidung gibt es kein richtig oder auch kein falsch. Und auch wenn die Dualität jetzt sich im Moment als schwierig erweist, ist sie dennoch hilfreich und das werde ich euch jetzt auch gleich erzählen. In diesem Video zeige ich dir, dass es immer zwei Hälften gibt. Etwas Gutes, etwas Schlechtes. Das weißt du schon, ich weiß es. Aber ich zeige dir auch, dass es Dualität nicht nur auf der Erde gibt. Und das ist vielleicht interessant für dich, denn ich glaube, die meisten Menschen, sie denken oder sie begrenzen sich und denken, ja, die Dualität gibt es tatsächlich nur auf der Erde. Dabei ist die Dualität an einen menschlichen, an einen physischen, nicht menschlich, an einen physischen Körper gebunden, also an einen Körper aus Fleisch und Blut. Weil als wir das erste Mal inkarniert, denn damals noch vor Lemurien, war unser Körper ein Lichtkörper. Da gab es das Fleisch und Blut noch nicht. Wir hatten also noch keinen physischen Körper. Und damals gab es auch die Dualität noch nicht. Die hat sich danach entwickelt. Und wenn du das nun als Grundlage nimmst, wird dein Verständnis auch größer und du kannst dir vielleicht vorstellen, dass es im Universum auch Planeten gibt, wo es Dualität gibt. Es gab solche Planeten, es gibt sie noch. Also auf jedem Planeten, wo ein Wesen aus einem physischen Körper ist, ist es der Dualität unterworfen. Da kann man nichts daran machen, das ist einfach so ein kosmisches Gesetz. Also alles, was aus Fleisch und Blut besteht, ist diesem Gesetz unterworfen. Das bedeutet ja, wenn man da jetzt noch mal genau hinschaut, dass die zum Beispiel die Plejada, die ja früher auch auf der Erde inkarniert waren und auch einen menschlichen Körper hatten oder einen Körper aus Fleisch und Blut hatten, dass die damals auch der Dualität unterworfen waren. Sie haben sich jetzt weiterentwickelt. Sie haben das alles schon hinter sich, was wir, wo wir gerade drin stecken. Das bedeutet, man kann also aufsteigen. Das wissen wir auch. Und die Plejada unterstützen uns deswegen, weil sie diese Erfahrungen alle schon gemacht haben, die wir jetzt gerade durchmachen. Dann gibt es zum Beispiel, es gibt mehrere Sternenvölker, die also auch früher in der Dualität waren. Und es gibt aber auch Sternenvölker, welche
schon höher geboren werden und dieser Dualität noch nicht unterlagen. So gibt es also wieder mal eine ganz große Vielfalt in unserem Universum. Zum Beispiel möchte ich noch ganz kurz auf die Anunnaki eingehen. Man nennt sie ja Reptiloiden und man hat da ganz schnell eine negative Meinung für diese Spezies der Lichtwesen erschaffen, welche jetzt in diesem Moment ja nicht zutreffen kann, weil sie auch der Polarität, der Dualität unterliegen. Und in dem Moment gibt es immer Gute und Böse. Das ist einfach so und das sollte man akzeptieren. Also ich finde es schon auch ein bisschen schwierig, eine Rasse, eine Menschenrasse oder eine Sternenvolkrasse, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, nur negativ zu bewerten. Erstens kann ein spiritueller Mensch oder ein Mensch überhaupt das gar nicht erfassen, was da alles mit hineinspielt und überhaupt eine Bewertung abgeben, steht uns sowieso nicht zu. Das jetzt nur mal kurz da dazu. Und es gibt jetzt also die Erde. Jetzt gehen wir mal wieder auf die Erde und mit dem, was wir tagtäglich zu tun haben, die Dualität. Die Dualität hat gute und schlechte Seiten. Aber das Besondere an der Dualität zeigt uns, dass die Dualität die Möglichkeit hat, dass Menschen, die jetzt auf der nicht lichtvollen Seite stehen, sich weiterentwickeln können und auf die lichtvolle Seite wechseln können. Das heißt, erwachen, ins Erwachen gehen können. Und das ist dieser Vorteil und das ist dieser Prozess, den wir gerade durchlaufen und der vielleicht für manche von uns gerade sich total hoffnungslos gestaltet, weil man nicht mehr ein- oder aus weiß. Auf der anderen Seite, wenn du es jetzt betrachtest und weißt, es ist die Chance für alle Wesen auf der Erde, in das Lichtvolle zu wechseln, ist die Dualität etwas Gutes in dem Moment. Und wenn ihr mal schaut, es gibt immer wieder auch Beispiele von Menschen, die jetzt für die nicht lichtvolle Seite gearbeitet haben oder arbeiten und dennoch lichtvolle Arbeit getan haben. Ich gebe euch da mal ein paar Beispiele dafür. Und zwar gab es schon immer Gefängniswärter in der NS-Zeit, die Menschen zur Flucht verholfen haben. Und das ist eine lichtvolle Tat. Das heißt, diese Menschen haben begonnen, sich lichtvoll zu entwickeln. Ja, und in der aktuellen Zeit hat man zum Beispiel lesen können, dass es Ärzte gab, die zum Beispiel eine Kochsalzlösung gegeben haben, anstatt dieser anderen I-Stoffe. Und das ist auch eine Hilfestellung, die in das Lichtvolle geht, sozusagen. Das heißt also, es wird immer wieder Menschen geben, die den lichtvollen Weg finden in der Dualität. Das ist die große Chance, so wie uns die Dualität unterstützen kann. Was man wissen sollte, schwierig ist es, wenn Gewalt auf Gewalt trifft oder Zwang auf Zwang trifft. Zwang ruft einen Gegenzwang, Gewalt ruft eine Gegengewalt. Also es ist nichts Lichtvolles in dem Moment. Und wenn wir in die 5D hinein wollen, in die fünfte Dimension hinein wollen, sollten wir auch den friedlichen Weg der Liebe gehen. Das ist ganz wichtig. Die Klarheit und die Liebe, die bringen uns weiter, auch wenn es für viele Menschen nicht verständlich ist. Ist es dennoch vielleicht jetzt einleuchtend, wenn du dir überlegst, Kampf und Druck erzeugt Gegendruck. Das ist ein kosmisches Gesetz. Das wirkt. Also es entsteht aus Kampf Kampf. Es entsteht keine Lösung. Und in 5D haben wir die Dualität nicht mehr. Dort wird alles in Liebe geregelt. Und da möchten wir hin. Das ist einfach das, worauf wir unseren Fokus legen sollten. Und dann versteht man auch, dass die Dualität oder die Situation, wie sie jetzt ist, eine ganz große Möglichkeit des Erwachens für uns alle bietet. Und dass wir die Hoffnung
überhaupt nicht aufgeben brauchen, denn es gibt tatsächlich immer eine Lösung. Auch wenn so ein mancher mal in den Kommentaren unten geschrieben hat, es gibt keine Lösung. Und einer hat sogar geschrieben, wenn eine Tür zugeht, geht die nächste Türe auf. Das glaubt er nicht. Das stimmt auf keinen Fall. Das ist nicht wahr. Es gibt immer eine Lösung, immer eine lichtvolle Lösung, wenn man sich auch darauf fokussiert. Wenn man natürlich gleich negativ alles negiert, sage ich mal, dann kommt man da nicht voran. Das ist wahr. Und von daher ist unsere Ausrichtung so sehr wichtig, diese positive Ausrichtung, die alles in Licht und Liebe hüllt. Und dadurch ist ermöglicht, dass die anderen Menschen, die noch nicht so weit sind, dies erkennen und auch ins Erwachen gehen können. Das lege ich euch so sehr ans Herz. Es gibt immer wieder auch mal negative Kommentare unter den Videos. Und sowas, wenn ich sowas sehe, das zeigt mir, dass viele Menschen noch gar nicht verstanden haben, dass sie mit einem negativen Kommentar etwas Negatives manifestieren oder sogar sehen möchten. Das ist tatsächlich der falsche Weg, dass sich die Menschen, die sowas tun, dann auch noch gegen das Licht wenden, indem sie sich immer auf das Negative konzentrieren oder sogar vielleicht sich etwas Negatives wünschen und damit der Gegenseite, dem Unlicht, ihre Kraft und Energie geben. Und das ist genau das, was wir ja alle nicht wollen. Das sollte man sich wirklich genau mal bewusst werden und man sollte ganz vorsichtig sein mit den Bewertungen, die man so abgibt. Für alle, die es noch nicht wissen, Smarana bedeutet die Nähe Gottes fühlen. Und das ist ein Wort aus dem Sanskrit, was die ganze große göttliche Liebe trägt. Und das möchte ich gerne immer in jedem Video und auch in jeder Botschaft weitergeben. Diese große göttliche Liebe, die für alle da ist, die euch alle einlädt. Lasst euch von Liebe heilen, lasst euch von Liebe schützen und badet einfach in dieser unendlich großen, vollkommenen Liebe. Und das werden wir jetzt auch gleich tun, ihr Lieben, denn wir werden eine wunderschöne Botschaft von der geistigen Welt hören. Jetzt fällt mir gerade noch was ein zu der Aussage, wenn sich eine Tür schließt, gibt es keine neue. Wenn jetzt jemand zum Beispiel, und das war auch eine Bemerkung, der Arbeitgeber verlangt dies und das und es ist ganz schwierig, man will das nicht und sieht, da hat dann keine Aussicht mehr, dass man dort weiterarbeiten möchte. In diesem Sinne bietet Smarana Unterstützung an für spirituelle Menschen, die sich selbstständig machen möchten. Denn wir wissen, es gibt diesen einen Ausweg. Du kannst dich frei machen, indem du selbstständig bist. Und dafür gibt es die Smarana Partnerschaft. Wer darüber mehr wissen möchte, der schreibt uns einfach. Es gibt, glaube ich, auch einen Link unter diesem Video. Ganz wichtig einfach, dass ihr das auch wisst. Es ist alles möglich, wenn man es nur möchte. Der Wille, der starke Wille ist das oder die Kraft, die uns unterstützt. Ja, und jetzt wenden wir uns der Kraft zu, der Kraft der geistigen Welt. Und ich wünsche euch schon ganz, ganz viel Freude dabei. Lasst euch einfach fallen und nehmt diese große Unterstützung an, welche uns jetzt gleich überbracht wird. So, ich sprühe mich ein mit den Plejaden. Weil wir haben ja auch vorhin über die Plejaden gesprochen. Ich möchte mal so richtig in das Universum eintauchen und euch dann daran teilhaben lassen, was da alles für uns noch gesagt werden wird. Smarana.
Lieber Mensch, fühle dich ganz herzlich willkommen, du wundervolles, großartiges Wesen, der du hier auf der Erde inkarniert bist, um gemeinsam mit deinen lichtvollen Brüdern und Schwestern den Weg in das Erwachen zu gehen, den Weg in die neue Zeit hineinzugehen. Und um die Botschaft so tief wie möglich empfangen zu können, bitte ich dich, das Licht der Liebe einzuatmen. Ich bitte dich, mit diesem Licht dich so weit auszudehnen, wie es dir möglich ist. Vielleicht füllst du deinen Raum aus, deine Stadt oder vielleicht sogar die ganze Erde. Versuche, wie weit du dich jetzt ausdehnen kannst. Und so werden dich deine Engel jetzt tragen. Sie werden dich in die Bewusstseinsebene tragen, auf welcher du die Botschaft sofort und ganz tief aufnehmen kannst. Und so versuche, deine Ausdehnung zu halten. Es spricht Saint-Germain zu dir. Du lichtvolles Wesen, gerade jetzt inkarniert. Saint-Germain begrüßt dich auf Herzensebene, auf Seelenebene. Saint-Germain trägt das Licht des Universums zu dir. Ich bin gerufen worden, um alles, was dich belastet, aufzulösen. Alles, was in diesem Moment dich belastet, wird zu deinem allerhöchsten Wohle in Licht transformiert. Und so sehe ich dich, ich betrachte dich, du wundervolles Wesen, wie du kraftvoll und voller Liebe durch dein Leben gehst. Wir wissen, dass es gerade sehr herausfordernd für dich ist und wir, die geistige Welt, wir geben dir jede Unterstützung, wenn du danach rufst. So bin ich heute gekommen, um dir Energien zu transformieren, welche dich festhalten lassen an alten Strukturen, welche dich gefangen nehmen möchten in Strukturen, die dir nicht gut tun. Und so soll alles, soweit es möglich ist, von dir gelöst werden, sodass dein Geist klarer wird. Und deinen Weg kraftvoll weitergehen kannst.
Saint-Germain beginnt nun mit dem Ritual für dich. Das Ritual, welches dich stärken wird. Und so fließen transformierende Wellen der Liebe aus der violetten Flamme zu dir. Sie reinigen deine Aura. Sie reinigen deine Gedanken von allem, was dich schwach macht. Sie reinigen alles, was dich blockiert, was hinderlich ist und was du vielleicht trägst, obwohl es gar nicht zu dir gehört. Saint-Germain bittet dich, loszulassen, einfach loszulassen von allem, was schwer für dich ist. Auch für dich ist die Fülle und ein glückliches Leben vorgesehen. Und lieber Mensch, du bist uns sehr wichtig, denn du hilfst dabei, dass das Licht größer werden kann. Du hilfst dabei, die Erde wieder in die göttliche Ordnung hineinzubringen. Es ist ein Akt der Liebe. Und dies, was du tust, sind heilige Taten, heilige Worte des Lichtes, welche durch dich fließen werden. Denn dein Geist wird befreit von Dingen, welche gar nicht zu dir gehören, von Energien, welche dich belasten mögen. Und so kann eine sehr große Transformation jetzt stattfinden. Und es geschieht alles zu deinem allerhöchsten Wohle. Du darfst vertrauen. Vertrauen auf dich selbst. Und du darfst das Licht als Hoffnung erkennen, als ganz große Hoffnung, dass alles gut werden wird. Und so mögen die Energien für dich das Allerbeste bewirken, so wie es die göttliche Ordnung vorsieht. Und so mögen die Energien dich tragen in die lichtvolle Dimension der neuen Zeit. So mögen die Energien deine Seele berühren, dich ausrichten und stärken. Denn es ist dein Licht, welches du auf die Erde mitnimmst. Es ist dein Licht, welches scheinen wird. Denn in dem Moment, wenn Saint-Germain die Worte des Abschiedes spricht, darfst du dieses Licht mitnehmen und so auf die Erde tragen und so weitergeben an all die Menschen, die es möchten. Die Engel, sie singen deinen Namen.
Sie singen die Worte der Liebe, der ewigen Liebe von Smarana. Und so lege ich dir den Mantel von Smarana um deine Schultern und verabschiede mich voller Liebe von dir. Und du kommst in deiner Geschwindigkeit wieder langsam in das Hier und Jetzt zurück, bewegst Hände und Füße und bist wieder ganz da. Ihr Lieben, ich wünsche mir so sehr, dass ihr die größtmögliche Energie, das größtmögliche Licht jetzt übergeben bekommen habt. Und ich wünsche mir so sehr, dass ihr kraftvoll und voller Hoffnung den Weg jetzt weitergehen möget. Genießt noch ein wenig diese wunderschöne Energie von Saint-Germain. Und ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Ich habe gerne meine Zeit mit euch verbracht. Und wenn ihr wieder so eine wundervolle Botschaft erhalten möchtet, dann bitte abonniert meinen Kanal. Klicke einfach auf diese Kugel. Und ich danke dir schon sehr dafür. Bis zum nächsten Mal.